Das ist Baum, Tabak und Gras. Dreisland. Wie kommt der Baum drin? Na, die Blättchen. Ach, die Blättchen. Ja, dann ist ein halbes Blättchen. Nee, der bleibt nicht viel, ich bräuchte das gar nicht. Ne, doch, bei den doch, ein bisschen schon. Merkst du ja, wenn ich weiß. Anders vom Käse. Ein bisschen Pflanzenasche brauche ich von mir noch. Blo. Weißt du, weiße Kruste drumherum. Ja? Genau. Die liegt jetzt wieder nicht. Ich muss die Lüge da hinten. Na, ich wollte eigentlich in den Geburtstag draußen fahren. Ah, der ist da unten. Ach, der auch. Du hast dich da unten verbrannt, aber ich bin aber draußen.
Das ist ja nur das. Und keiner war draußen. Oder? Hattest du heute? Gestern kam erst gegen ab. Ja, das war schon gut, dass ich nicht raus bin. Ich fand es schlimm, dass ich da mal da raus wollte. Du wolltest auch nicht raus, der Junge. Ja, der Pfeiftyp, oder wie hieß der nochmal? Achso. Oh, der hat hier dieses Lied getroffen, weil die Nils, Nils, anstrengend war. Nils, warte mal raus, ich will. Oh, also der Pfeiflied, sag mal, der Rest fand ich jetzt nicht so gruselig, aber der Pfeiflied, das ging mir so, so. Das wie, was? Oh. Der Rest fand ich jetzt nicht so schlimm, aber das war so das Highlight, das ist grausam, muss ich mal sagen. Echt? Hast du da eigentlich Aufnahmen gemacht? Mhm. Ja. Können wir mal sehen? Ja. Die kannst du auch nur in meinem Beisein sehen, lieber Gerald. Ja, eigentlich, die sind zwar online, aber die sind auch privat gestellt. Ja, wenn ich mit deinem Account drin bin, kann ich die zeigen. Ich kann die aber auch noch unlisted machen, da schicke ich dir per E-Mail den Link, dann kannst du die auch anschauen. Mhm. Letztens gelernt. Ich habe meine E-Mail-Adresse ja, ja. Und die funktioniert auch. Die funktioniert. Nee, bei wo? Bei der Who? Nee, bei GMX, oder? GMX, richtig. Ja. Genau. Playlist ist das nämlich. Schon mal. Und zwar, die Playlist lautet: Im Gasthof Saling, tu, was du nicht lassen kannst, aber ich habe den Schlüssel. So heißt die Playlist. Die beinhaltet 6 Videos. Und die sind von der Länge her sehr unterschiedlich. Ja? Ich glaube, das hat mir ein bisschen gebracht. Das hat mir ein bisschen gebracht. Ich freue mich total, dass wir alle hören, das ist schon mal klar.
Ja! Echt, ohne Scheiß! Naja, Yeah.
Kein Problem, ich kann alles in Stellung halten. Aber ich habe zu groß. Woher kennst du die Dame? Vom Schirmprojekt? Nee, das ist keine Dame, das ist eine. Jugendfreundin, wir kennen es schon. Ah, ich kenne es schon ewig. Das ewig. Den ah, und okay. Wir kennen lass mich überlegen, 25 Jahre vielleicht. Das ist eine Sinn, dass du von nichts sind. Ja, soll ich aufnehmen. Ja. Aber ich mache ja so ein Sachen nicht. Also wir machen Radtouren so, sind runter nach Eisenach. Ich muss das sagen, das schlägst du dir ja nicht aus. Also ja, aber ich mag das mehr freundschaftlich. Ich, wir haben zwar zusammen ein Zelt aufgebaut, aber ich habe trotzdem draußen geschlafen. Ja, habt ihr die Absprache oder nicht? Ja, sollen wir mal schauen. Da und oder nicht da und? Das macht nur so. Ja, manchmal ist jetzt nicht attraktiv oder wollen? Also, sie wirkt nicht anstrengend, definitiv. Sie wirkt auch nicht hässlich, definitiv. Den Rest wüsste ich jetzt nicht nachzuvollziehen. Na, ich spreche eigentlich nicht so gerne über Leute, die nicht da sind. Ach, Gott, wir essen aber. Aber man will nicht essen, ganz normal. Da meine ich so weibliche Menschen, die nicht da sind. Okay, jetzt, ich will mal einfach verstehen, wieso du sie nicht als. Und in welchem Grund, warum ich dich nicht haben will? Du darfst mich verstehen. Bei uns, wir haben da klare Absprachen. Das ist natürlich anders. Er steht nicht auf sie, ich stehe nicht auf dich, aber bei mir hat das keine Relevanz. Und bei ihm fragst du nach, warum nicht. Ich habe gesagt, bei uns ist eine klare Absprache, bei Ihnen war die nicht geplant. Doch, ja. Na, wir haben uns gut kennengelernt. Dann aus den Augen verloren und dann wieder getroffen. Rob hat man nichts Besseres zu tun als zu sagen. Ja, mach mal noch gerne Radtour. Und da hat sie so einen Routenplaner rausgesucht, ne? Über GPS. Dass man jetzt ja GPS fahren wollte. Ich dachte, ey, die Zelle können wir gleich hier lassen. Also, GPS fahr ich nicht. Ich kann das wohl mal sehen, Rollen da, Schwester. Und dann sind wir so quer übers Feld gefahren. Also immer der Sonne nach so. Also man weiß ja, wo die Sonne steht. So ja, in Richtung Süden weiß. Naja. Und die, weiß ich, wenn sie hell ist. Und dann im Flusslauf. Ja, das läuft noch lang. Bis Eisenach rein. Eisenach? Oh ne, Eisenach ist ja schon weit, ganz weit weg, Eisenach. Ja, was haben wir gemacht? Ja, Eisenach. Eisenach? Weil er hat mir schon, ne, hier hat mir schon 100 Kilometer, ne? Na, wie ist topfit? Ich sag nur, am halben Tag 100 Kilometer, boah, heftig. Das ist viel, also okay, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, sag ich mal so, dann würde ich nur 100 oder meistens 120 sehen, weil Eisenach plötzlich tut's weh. Also Anfang wir haben auch Pausen gemacht. Pausen gemacht, ein bisschen die Festbahn. Ja. Sex war nicht dabei. Kinder waren dabei. Ach, ja. Das war schön.
Selber, wir sind nicht die Kinder vom Dorf. Ich dachte, dass die Kinder irgendwie spröde sind und dadurch sagst, nee, das holen wir nicht als Vater oder so. Und dann brauchst du bloß noch den Flussland radeln, ne? Mhm. Und dann kommst du da unten raus. Mhm. Also du hast die jetzt nicht im Kalkül gehabt, sondern nur deine Emotionalien irgendwie für dich gefunden hast. Freundin, oder? Erstmal meine Freundin. Boah, ich höre. Ja. Einfach nur, cool. Nur mit irgendwem abhängen können und Spaß haben, ohne ficken müssen. Ich glaube fest daran, dass sowas möglich ist zwischen männlichen und weiblichen Lebewesen, so wie damals zur Schulzeit, weißt du? Wie damals zur Schulzeit. Wie damals zur Schulzeit. Da war das doch auch möglich. Oder nicht? Also hochwärts. Ich bin eine Biene. Ja, als wir noch klein waren. Nach oben, ne? Hm? Und da hat die Brille. Education, ne? Family Learning Channel. Oder? Ja. Pluto. Ach, bin ich vorher. Okay, also ihr kennt euch so lange, um einfach zu erzeugen. Ja, aber wenn das, also, so 15, 20 Jahre. Also, ich muss mal ehrlich sagen, die ist mir gleich positiv aufgefallen, weil die so einen stark weiblichen schon fast mütterlichen Touch hatte. Die ist überhaupt kein Weib. Die hat null Weiblichkeit ausgestrahlt, die Frau. Riesenbrüste, als wie breite Schultern. Das ist kein Indiz für Weiblichkeit, Riesenbrüste, das ist eher das Gegenteil davon. Aber Gerald, zeig mal deine Brüste. Nö. Ich will es jetzt wissen. Sophia heißt du nicht. Hä? Na, Brüste. Ich habe jetzt Muskeln aufgebaut. Ja, meine ich ja, du hast nicht so viel Brüste. Also da heißt Brüste sind prinzipiell schon. Weil, lass mal, das ist ein anderes Thema, aber zumindest fand ich sie weiblich und schon so ein mütterlicher Typ so. Aber wir haben schöne Sachen. Nee, wir sind nicht in einem Dach. Das ist Quatsch. Wir sind zwei Tage durchgefahren. Also wir haben einmal genächtigt, das ist so ein Wasserboot. Das war auch sehr schön.